Moin meine lieben Crafting Tables und willkommen zur nächsten Servervorstellung und zwar der Server mlggames.de und zwar hat mir der liebe Ich bin MLG einen Kommentar geschrieben, ich blende ihn euch jetzt ein. Hey, ich bin Marco, der Owner von MLG Games. Ich und mein Team releasen unser Netzwerk am 2.5.2020 um 18 Uhr. Mich würde es freuen, wenn du bei unserem Release dabei wärst. Wenn möglich auch den Release streamst. Eine halbe Stunde später nach dem Release. 18.30 Uhr starten wir eine 2x12 Bedwars Event, wo das Team, das gewinnt, sich den Premium-Rang abholen kann. Mich würde es freuen, wenn du dieses auch mitspielen würdest. Falls du einen YouTuber-Rang haben willst und die Voraussetzungen erfüllst, die im Forum stehen, kannst du dich im TS melden. Ja, und unten sind noch die ganzen IPs zu sehen, sag ich mal. Ja, leider konnte ich an dem Tag nicht dabei sein, da es so viele Aufträge gab, dass ich leider nicht zu dem Tag eine Servervorstellung machen könnte. Aber jetzt kann ich ja eine machen. Und ich würde sagen, wir joinen mal drauf. Und gucken uns das Ganze mal zusammen an. Ah, und wie wir hier sehen, ist schon ein Anti-Cheat. Okay, stand da, dass wir irgendwas in den Chat schreiben müssen. Aber jetzt sind wir komischerweise schon da. Aber ja, egal. Wenn wir hier joinen, sehen wir schon eine recht hübsche Lobby. Und natürlich ein Scoreboard. Wir haben den Rang Spieler, wir haben 0 Coins natürlich. Teamspeak steht hier. Und Clans kommt wahrscheinlich noch ein Clansystem, so wie hier drauf steht. Und ja, dann gucken wir aber erstmal, was wir hier Hübsches in der Hotbar natürlich wieder haben. Wir haben einen Navigator. Wenn wir den öffnen, kriegen wir schon eine kleine, kurze, nice Animation. Und hier können wir uns einmal zum Spawn TP'en, wo wir ja schon waren. Dann gibt es einmal auch die, wow, es gibt hier viele, viele Spielmodis. MLG Rush, Bild FFA, One Hit und Bad Wars. Die zwei Sachen sind wahrscheinlich so extra Sachen. Können ja zum Beispiel mal zur täglichen Belohnung gehen. Können hier unsere tägliche Belohnung abholen. Wir haben 20 Euro bekommen. Und können in den nächsten 12 Stunden die wieder erneut abholen. Hier aktualisiert sich das anscheinend noch nicht. Können wir slash coins machen. Schau dir deine Coins in der Lobby an. Wir sind in der Lobby. Ist ein bisschen komisch. Vielleicht müssen wir aber auch einfach mal rejoinen. Wir rejoinen einfach mal. Okay. Ja, jetzt haben wir sie. Okay, nach dem Rejoin haben wir die dann. Aber warum 40 Coins? Naja, ich verstehe das noch nicht ganz. Vielleicht bin ich jetzt auch gerade ein bisschen zu dumm dafür, aber ist ja auch egal. Wir machen weiter. Hier haben wir den klassischen Spielerverstecker. Hier können wir alle Spiele anzeigen, dann nur Teammitglieder und YouTuber anzeigen und ja, uns verstecken. Leider kann ich das jetzt nicht so gut demonstrieren, da ich jetzt gerade hier der Einzige bin auf dem Server. Aber wie es hier aussieht, ist schon echt nice anscheinend der Server. Und die haben hier auch ihr eigenes Logo wahrscheinlich hier hingebaut, wie ich sehe, mit dem M. Deswegen mache ich aber auch die Servervorstellung, Leute. Damit dieser Server natürlich Spieler bekommt. Denn der Ich bin MLG hat natürlich alles richtig gemacht in seinem Kommentar. Er ist der Besitzer des Servers. Der Server hat noch nicht genügend Spieler, Leute. Und da helfe ich natürlich gerne, den Server durch eine Servervorstellung zu unterstützen. Ja, dann was haben wir noch hier? Gadgets kommen wahrscheinlich noch, weil hier eine Barriere ist. Und Extras haben wir aber schon hier. Und da kriegen wir einen nice Sound auf jeden Fall. Wenn wir das hier öffnen, da haben wir einmal Köpfe, einmal von Ich bin MLG und den weiteren Leuten, Gomme, okay, und Minimi-Checker. Wahrscheinlich werden die noch irgendwie ersetzt oder die bleiben hier einfach so drin. Können wir mal den Kopf von Minimi-Checker aufsetzen, haben wir jetzt hier auf. Finde ich auf jeden Fall cool, dass hier alles gratis ist.
Was ich mich jetzt aber frage, ist, wie man diese Köpfe wieder entfernen kann, weil das ist jetzt ein bisschen blöd. Da hätte ich mir schon eine Barriere gewünscht oder sowas. Dann haben wir einmal den Enterhaken, der ganz beliebt ist auf den Servern, wie ihr wisst. Okay. Ja, der ist schon ganz gut. Ich würde mir wünschen, dass ich vielleicht ein bisschen nach vorne geboostet werde, aber dafür werde ich ein ganz weites Stück nach vorne gezogen. Also macht es den Enterhaken aber auch irgendwie ein bisschen realistisch. Und dann haben wir noch Schuhe, die kommen auch dann bald. Okay. Und hier noch Freunde. Wir haben keine Freunde und ein trauriger Smiley, da wir leider sehr unbeliebt sind hier auf dem Server. Nee, Spaß beiseite, Leute. Ja, das wäre jetzt eigentlich alles. Dann lass uns doch mal zu den Spielen gehen. Leider können wir jetzt hier kein Spiel testen, Leute. Ich weiß, es wird ein bisschen eine langweilige Servervorstellung. Naja, so langweilig jetzt auch nicht. Ihr seht einen Eindruck vom Server und ja, dann können wir mal zu Bed Wars gehen. Hier sehen wir auf jeden Fall viele, viele Bed Wars Maps, wie zum Beispiel auch Platzangst, Skyblock, China, viele, viele Maps. Wir können mal hier in einer mal reingehen und uns mal wenigstens die Wartelobby angucken. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Bug sein ist oder man fällt hier einfach durch. Okay. Das funktioniert irgendwie wahrscheinlich noch nicht ganz. Dann gucken wir uns mal den nächsten Spielmodus an. Leute. Ja, irgendwie gibt es da anscheinend irgendwelche Bugs mit der Map. Kann sein, dass die Spielmodis funktionieren. Wir klicken mal den nächsten an und hoffen, dass das wenigstens. Okay, Bild der FIFA funktioniert schon mal. Das heißt, es gibt da ein paar Bugs. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich denke auch natürlich selber gecodet. Sieht auf jeden Fall selber gecodet aus, natürlich. Weil, ja, wie man hier sehen kann, ist das M auch im Scoreboard drin, also für MLG Games. Sieht auf jeden Fall selber gemacht aus und finde ich auf jeden Fall auch ein sehr schönes Design. Unser Ranking ist da. Wir haben hier ganz normal Essen. Gehen wir aber mal wieder raus. Wir können uns jetzt zum Beispiel auch nochmal One-Hit angucken, wenn das funktioniert. Okay, One-Hit funktioniert auch. Ah, ich glaube, das ist so wie Rage Mode, Leute. Ja, und zwar gab es das auch noch auf Slime MC, Leute. Slime MC ist auch ein richtig geiler Server. Da konnte man das auch spielen. Also das stelle ich mir echt richtig cool vor mit mehreren Spielern, Leute. Also wenn euch der Server gefällt, joint doch mal unbedingt drauf. Denn ich glaube, der Server hier hat es echt nötig an Spielern. Ich weiß nicht, wie viele Spieler jetzt, sag ich mal, durchschnittlich hier drauf spielen. Aber wie ihr seht, spielen jetzt derzeit keine Leute drauf. Deswegen, ja, denke ich, braucht der Server es einfach unbedingt an Spielern, Leute. Und dann können wir noch zum Eventplatz. Okay, der kommt auch dann noch. Der wird wahrscheinlich dann immer gestartet, wenn dann wahrscheinlich auch wirklich ein Event ist. Was wir hier noch machen können, ist der Lobby-Switcher. Na gut, da ist jetzt nur eine Lobby. Und hier haben, hätten wir jetzt auch noch unser Profil und die zwei Spielmodis kommen dann wahrscheinlich noch. Ja. Das wäre es jetzt eigentlich im Groben und Ganzen. Ist jetzt halt leider eine relativ kurze Servervorstellung, sage ich mal, geworden. Und Leute, für die Leute, die mir, sage ich mal, nachträglich eine Servervorstellung einreichen, jetzt hier in dem Video oder in dem KFMC-Video oder wo auch immer, ihr braucht mir nicht den YouTuber-Rang zu geben, weil ich derzeit noch KFMC, sage ich mal, promote. Das heißt, ihr braucht mir ja keinen Rang zu geben. Ich werde einfach so eine Servervorstellung für euch machen, weil ich einfach Bock drauf habe. Die Kriterien, die ihr erfüllen müsst, ist, dass ihr natürlich der Besitzer des Servers seid, man euren Server natürlich aufrufen kann,
Falls das nicht der Fall ist, schreibe ich euch nochmal in den Kommentaren an, so wie ich das jetzt bei einigen gemacht habe. Eigentlich wäre das jetzt ein anderer Server gewesen, den ich jetzt vorgestellt hätte, aber da die zwei nicht aufrufbar waren und bei dem anderen der eine nicht der Besitzer des Servers war, ja, konnte ich das leider nicht machen. Ich weiß, es hört sich ein bisschen blöd an, wenn ich sage, ja, du musst der Besitzer des Servers sein, weil man kann doch auch einfach so einen Server vorstellen, aber Leute, bei dem anderen Server, wo ich war, musste man sich zuerst so einloggen und da stand nicht wirklich, wo irgendwie was da, wie man sich einloggen kann. Und ja, wenn ich nicht wirklich, sag ich mal, Kontaktmöglichkeiten habe, den zu erreichen und alles und der nicht mal selber die Person ist, der Server gehört, Leute, dann mache ich sowas leider einfach nicht. Beziehungsweise nicht mehr, weil ja, das ist mir einfach ein bisschen zu viel Aufwand, wenn ihr es verstehen könnt. Und ja, bis ich da eine Servervorstellung gemacht habe, hat bestimmt der eine oder andere von euch, wenn er auch eine Servervorstellung machen würde, wenn ihr wisst, wie das ist, Servervorstellung zu machen, bestimmt auch keinen Bock mehr darauf. Hier stehen auch die Coins über unserem Kopf. Das ist ganz cool gemacht, so wie es so bei meinen, so mit diesem Zwinker, wenn ihr das kennt hier oben. Und wie viele Freunde wir noch haben, sieht man, das ist auch ganz cool gemacht. Ja, und das war's dann auch schon mit der Servervorstellung. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert die Glocke und smasht auf jeden Fall den Like-Button kaputt, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Und bis zum nächsten Video. Ciao.